So, da sind wir wieder mit Evil Within zum Halloween-Special. Und ja, wir haben ja gerade eben diese Leiche hier entdeckt, in der letzten Folge. Und jetzt versuchen wir natürlich hier rauszukommen, ohne Schaden zu nehmen. Ich hoffe, es klappt. Sonst kotze ich. Oh, ich wusste, dass irgendwie sowas passiert. Okay, jetzt wird's, glaube ich, abgefahren. Also, was ist er denn für ein Psycho, Mann? Okay, da sitzt einer. Hier ist irgendwie was drin. Was zum Teufel soll das sein? Das ist doch krank. Mehr als krank. Hier ist noch ein Schuss. Das hat sich richtig gelohnt für mich. Scheiße. Ach man, oh. Ey, ganz ehrlich, man verballert hier so viel Munition. Das ist ärgerlich. Da kommt mir vor, als ob ich bei Resident Evil einfach Munition geschwommen habe. So viel Munition, wie ich da hatte. Und hier ist alles futsch. Ich war schon klar. Ich hätte die gleich erschießen sollen, als ich reingekommen bin. Bloß, wenn sie denn nicht aufstehen, hat man natürlich Munition verschwendet, ne? Boah. Lohnt sich nicht mehr, kann nur einen Schuss machen. Das ist schon wieder, guck mal da, hab ich mir schon gedacht. Das sah schon so merkwürdig aus. Oh Mann, oh Mann. Das war verrückt. Selbst für diesen Ort. O'Neils Unterschlupf ist gleich hier. Da kann ich ihm die schlechten Nachrichten auch persönlich überbringen. Okay, gehen wir zu O'Neill zurück. Kann man rumlaufen? Ich glaube schon, ne? So, dann können wir uns auch mal stärken, beziehungsweise heile machen. Heile machen, sag ich schon. Stärken. Gut, dass du abgeschlossen hast. So, bevor wir zu Neil gehen, gehen wir mal in den Spiegel rein. Speichern tun wir auch noch mal kurz. So. Da ist die Werkzeugbank, aber wir müssen jetzt zu diesem blöden Rollstuhl, ne? Wo ist dieser Rollstuhl von Tatjana? War der nicht hier irgendwie? Da ist er, okay. So. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen gucken, was wir da jetzt machen können, wie wir unsere Fähigkeiten verbessern können oder irgendwas. Sie haben etwas mitgebracht. Oh Gott, Mann. Ein Schlüssel? Ich sogar zwei Schlüssel. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung, aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Okay, wir können eher Schlüssel benutzen. Öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben den. Als hier unter Verschluss. Okay, was können wir noch nehmen? Den. Oh, Munition. Mehr Schlüssel habe ich nicht. Okay. Jetzt... Hier mal rein. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel haben wir gehabt? 7400. Also, wir können die Gesundheit erhöhen. Was können wir beim Kampf dann machen? Verringert das Wackeln der Zielhilfe. Kostet 1000. Okay, was kommt dann? Wackelt noch mehr. Was ist das? Nahkampfangriff, darunter Angriff. Verursachen mehr Schaden. Das ist natürlich ganz geil. Also, wenn die wirklich mehr Schaden verursachen. Schusshaltung.
Gut, ich muss auch mal die anderen Sachen angucken, bevor wir da reingehen. Gesundheit. 8000. Achso, hier unten. 110. Ausdauer ist höher. Finde ich auch nicht so schlecht. Das ist eine Heilung. Du redest mehr Gesundheit, wenn du Gegenstände zum Heilen benutzt. Deine Schritte verursachen weniger Geräusche, sodass Gegner langsamer Verdacht schöpfen. Ah, guck mal. Das ist doch gut. Das ist das, was ich haben wollte. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke heraus, okay. Flaschen in deiner werden automatisch benutzt, um die Klammerung eines Gegners zu lösen. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Oh, das finde ich auch ziemlich cool. Ah, aber ich glaube, ich mache jetzt mal hier ein bisschen mehr Schaden machen. Ist irgendwie besser, da ein bisschen mehr Schaden zu machen. Versuche, verbrauche ein Rotogel, um deine Fähigkeiten zu ziehen. Okay, Rotogel haben wir noch nicht. Komm, machen dann unser Leben auch ein bisschen höher. Das war schon mal nicht schlecht. Und was kann sie uns sagen? Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände, der Stuhl. Sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Hm. Okay. Oh, ja. Hier noch irgendwas machen können. Das können wir hier günstiger herstellen. Schrot haben wir 5 Stück. Dann lass uns hier noch ein paar Schüsse herstellen. So. Gut. Achso, warte mal. Warte mal, gucken bei den Waffenverbesserungen. Ich habe so eine 85. Kann ich damit noch irgendwas machen? Hochwertige Waffenteile haben wir gar nichts von. Okay, finden wir wahrscheinlich irgendwo. Nachleiterzeit. Was ist denn hiermit? Okay, kann man erst erhöhen, wenn man hochwertige Teile hat? Kann ich nicht machen. Okay. Machen wir noch nichts. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen was. Und ja, dann geht's wieder zurück, ne? Wir können einmal speichern zwischendurch nochmal. Nur falls wir gleich sterben sollten und müssen natürlich alles normal machen, ne? So. Hui. Gut. Sagen wir jetzt schnell mal O'Neill Bescheid. Der wird sich freuen, was von uns zu hören. Hallo, O'Neill. Das ist so geil, einfach mal so reinzukommen, oder? Haben Sie sie gefunden? Ja. Sie sind tot. Aber glauben Sie mir, ohne die sind sie besser dran. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall, was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was Sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben, was? Hoffentlich macht sich ihre Loyalität bezahlt. Denn gerade sieht es so aus, als würden sie einen Scheiß auf sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid, ich wollte sie nicht verärgern. Hier, ich habe noch weitere hergestellt. Für ihre Mühen.
Waffenteile hergestellt, okay. Ich speichere nochmal kurz. So. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt den anderen Geräusch mal folgen. Kann ich hier kurz meine Werkbank nochmal gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir unsere Tochter ein bisschen finden. Macht vielleicht Sinn. Ah, nee. Das ist doch Quatsch, hier rauszugehen. Wir gehen natürlich hier raus. Du, Kickers! So, jetzt pass auf. Jetzt suchen wir mal. Das ist die Mädchenstimme. Was war das? Ersatzteile. Ach. Ersatzteile ist schon fast wichtiger dann, ne? Sind da hinten drin? Der Resonanzpunkt. Okay, wir holen uns die Teile. Und dann holen wir das Mädchen. Gleich mal oben längs. Nur Flaschen. Ich würde ganz gerne noch diese Pflanze da haben. Ohne, dass sie mich entdecken. Geschafft. Zurück. Das ist schon echt ein bisschen gruselig, das Spiel. Aber dieses Schleichen ist schon extrem. Was gefunden da drin? Nee. Wir gehen jetzt mal nach oben. Hier liegen so viele Flaschen rum, das ist ein bisschen nervig. Denn eigentlich würde man sich ja freuen, wenn man irgendwas findet, aber wenn so viele Flaschen da liegen, dann denkt man nur, da ist was. Dann ist es doch nur eine Flasche, ne? Das blinkt. Kann ich hier rein? Oder kann ich da noch hoch? Rein können wir nicht. Wir können das, glaube ich, hoch. Da hinten ist einer, okay. Kurz warten. Würden wir ungern so angreifen, den würden wir lieber killen. Ne? Gucken, wo der jetzt hingeht. Guck doch mal gerne hier rüber. Okay, machen wir gleich. Ich bin mir schon zu riskant, da jetzt hinzugehen. Aber ich glaube, der würde mich sofort killen. Beziehungsweise mich angreifen.
So, jetzt wird er gleich wieder zurückrennen, dann gehen wir mal hinter ihm her und dann killen wir ihn. Hoffe ich zumindest. Komm! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, der dreht sich gleich nochmal um. Was tut er nicht? Okay. Da hängt ein Toter über dem Balkon. Hier ist einfach mal, was ist das? Eine Sniperwaffe? Wie geil ist das denn? Lohnt sich anscheinend. Beschädigt. Ach, scheiße, beschädigt ist. Mist. Na gut, nimm trotzdem mit. Hinüber. Aber der Rest sieht gut aus. Was hat er noch dabei? Ich muss ein paar Ersatzteile finden. Okay, Kollektionsprotokoll aus dem Kollektionsprotokoll. Keating, wir sind auf dem Dach des Gebäudes neben der Besucherzahl und das Lauf des Versuchs ist hinüber. Ich brauche Ersatzteile. Die Teile sind im Vorratsschuppen gegenüber der Union Auto Repair. Der ist ganz oben im nordwestlichen Winkel der Stadt, direkt am Rand des Bruchs. Komm schon, Mann. Mir egal, wo sie sind, bringen sie mir einfach, bevor die Dinger... Scheiße, Mann, warum kriege ich immer die gefährlichen Jobs? Okay, da waren wir ja schon. Ist ja gut zu wissen. Ich finde ja heraus, wo wir da hinkommen, wenn wir da hinkommen. Okay. Lass kurz mal gucken, was haben wir jetzt eingesammelt da? Präzisionsgewehr, da fehlt uns auf jeden Fall nur das Teil da. Kriegen wir hin, Leute. Bald haben wir ein richtig cooles Gewehr. Okay, das ist wahrscheinlich die Munition für das Schießgerät. Oh, wie normal gehen jetzt, ne? Hm. Okay. Das ist schon ein Stückchen, wo wir hin müssen, denn. Aber jetzt wollen wir ja erstmal zu dem Teil hin. Kurz auf die Karte gucken. Also. Wir wollen dahin, was ja nicht schlimm ist, denn hier ist ja auch das Teil, dieser Auto Repair Center, genau darüber müssen wir rein. Also ist eigentlich alles auf dem Weg, ist doch schon mal ganz gut. Die Frage, wo es wieder runter geht. Wo waren diese Kackleiter? Achso, ich bin von da, dann muss die Leiter ja hinten rein, ne? Da. Okay. Okay, okay. Das ist die Hütte, wo wir drin waren, wo der Computer auch ist. Da müssen wir aber nicht nochmal hin. Okay, kann ich eigentlich durch, okay. Da ist die Garage, die wir aufgemacht haben, wo das wie so eine kleine Falle war. Oh. Warum steht einer? Der darf uns natürlich nicht sehen. Axt haben wir, brauchen wir nicht. Habe ich es gar nicht eingesammelt? Habe ich jemanden gekillt und nichts eingesammelt? Oder warum ist der tot? Anscheinend.
Naja, ich hab's nicht, ich habe ihn anscheinend nicht gekillt. Hier liegt einer. Auch, lässt man die einfach liegen? Hier liegen ganz viele. Hier sind Kisten. Das war schon wieder eine Falle hier. So ein Kack. Okay, müssen wir glaube ich einsehen, dass es eine Falle ist. Kann ich das Ding zumachen hier? Nee, schade. Ich will lieber hier raus. Eieieiei. Echt, ich bin hier so am vorsichtig gehen und so. Ist doch verrückt. Hier ist sogar eine Werkbank. Wie cool ist das denn? Ich glaube, wir haben nicht genug Teile, oder? Da haben wir schon voll aufgerüstet. Können die Magazingröße ein bisschen größer machen nochmal. So. Okay. Noch einen hoch machen. Geh wieder raus hier. Oh. Nervenkitzel ist es für mich hier. So, warte mal. Hat er nicht gesagt, das war gegenüber vom... Also eigentlich da, wo ich bin, ne? Sollten die Ersatzteile sein. Kann man es nicht immer noch mal sehen? Was stand da? Die Teile sind im Vorratsschuppen gegenüber von Union Auto Repair. Das ist ganz oben. Direkt am Rand des Bruchs, okay. Deswegen gibt es so viele von diesen Dingern, die sehen nämlich alle gleich aus. Gibt es so viele, damit man sich durch alle durchgeht und probiert. Auto Repair ist da, es muss also gegenüber, direkt am Rande des Bruchs. Das muss ja hier irgendwo sein. Hier sind schon mal 5 Kisten.
ist natürlich die Frage, welcher gemeint ist, ne? Das ist natürlich klar, dass wir den kennen. Aber er sagt ja gegenüber. Oder? Die Teile sind im Vorratsraum gegenüber von Union Auto Repair. Ist die Frage, von welchem gegenüber? Ist das gegenüber hier gemeint? Oder ist das gegenüber da gemeint? Weil da der Bruch ist, muss es ja da drüben gemeint sein. Also wir gehen mal darüber. Ich mag hier auch nicht laufen gerade, aber da ist der Bruch. Also muss ja der Vorratsschuppen hier irgendwo sein. Behaupte ich mal. Achso, Wasserleitung Strom, sagt er. Das wird der Vorratsschuppen da hinten sein. Da werden wir gleich hin. Ich hole uns noch einmal schnell die Pflanze da oben. Und dann hoffe ich, dass wir unsere Waffe reparieren können, unsere Sniper. Oh, da im Hintergrund. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Viech? Wenn der mich sieht, ist vorbei, glaube ich. Drin sind auch welche. Hier ist eine kleine Figur. Da kriegen wir wieder einen Leichenschlüssel, den holen wir uns. Also ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, oder? Können wir doch bestimmt nicht von hinten killen, oder? Oder können wir das? Das würde mich interessieren. Wenn ich die von hinten killen können, wäre natürlich super geil, aber ich glaube fast, das klappt nicht bei dem Großen, oder? Der ist ja gigantisch groß. Guck ich den mal an. Wir liegen ja auch über Leichen rum. Die wachen wahrscheinlich alle auch gleich. Trotzdem müssen wir es versuchen, den von hinten einmal zu stechen. Und wenn er dennoch wach ist, dann haben wir noch die Schrotflinten. Ist auch die Frage, wie viele da drin sind gerade und da rumschwimmen, weil wenn es nur einer ist. Ein neues Tutorial? Ölfass umtreten. Bringt mir ja nichts, ich habe ja keinen. Pass mal auf, wir gehen mal hier rein. Guck mal, ist nur einer, das ist ja gut. Ohne ihn draußen zu okay. So, hier müssen die Ersatzteile ja sein irgendwo, ne?
Da liegen die. Auf der Werkzeugbank. Geil. So. Mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können. Gucken wir mal, ob das kann. Waffenverbesserung. Und reparieren. Gut. Haben wir. Schrotmunition. Können wir einen von machen? Machen wir. Schrot kann man nie genug haben. So. Eine Waffenverbesserung. Na, da haben wir nicht so viele Teile. Aber vielleicht können wir hier schon was machen. Brauchen wir 100 für. Gleich schon ein bisschen höher machen. So. Okay, also wir müssen gegen den Typen da gar nicht kämpfen. Wir könnten es aber tun. Das ist die Frage, ob er... Speichert er nach der Werkzeugbank? Weiß ich nicht, ne? Gut. Im Endeffekt müssen wir ja eigentlich nur dahin, ne? Da ist ja auch irgendwas. Wir sind jetzt ganz da oben. Den zum Kopfschuss verpasst, wenn er noch gleich tot ist. Ich würde tatsächlich versuchen, den von hinten zu killen. Ich glaube, es bringt nichts, aber wir versuchen es trotzdem mal. Wir versuchen es einfach mal. Mehr stellen können wir ja nicht. Okay, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war oder eine schlechte Idee. Aber wir haben sie alle erwischt hier. Wie viel gibt er denn hier, der Große? Guck mal, 1500, das ist doch schon mal cool. Ja, sehr gut. Man konnte ihn also angreifen. Fand er nicht so ganz so lässig, aber... Okay, Schrotflintenmunition haben wir nicht mehr. So ist es denn, ne? Nein, du solltest da rausnehmen, du Affe. Ich kann das Radio anmachen, aber dann lockt man die wahrscheinlich hier hin, ne? Das wollen wir ja gar nicht. Da liegen ja auch noch welche, ne? Ich weiß ja nicht, ob die nicht auch gleich aufstehen. Wenn sie schreit, stehen die anscheinend auf. Und deswegen... Kann es das egal sein? Okay. Gut. Also, oder schlecht oder gut oder was man auch sagen will. Die würde, wenn sie hier wäre, hätte sie den auch noch geholt wahrscheinlich. Gut, dass wir hier, dass sie weiter hinten lag. So.
Achso, die andere Waffe vielleicht nehmen. Mann, Mann, Mann. So, zumindest haben wir die Schrot, die Sniper. So, wir müssen da hin. Mit dem Zug unterwegs. Das heißt, im Zug sind die drin. Das heißt, da können wir die vielleicht. Das Problem ist bloß, wenn ich da baller, dann kommen die sofort angerannt, glaube ich, alle. Auch mit der Sniper, das macht nicht so viel Sinn, ne? Guck mal. Da ein Zug dran ist es. Okay. Hier können wir ein bisschen laufen, oder? Dürfte eigentlich nichts passieren. Nicht machen, ne? Ja. Da muss ich den ganzen Zugweg reinlaufen zu. Das machen wir dann auch gleich, aber so den anderen Eingang finden. Okay. Müssen den ganzen Zug durchgehen, um da hinzukommen. Das ist natürlich echter Horror, weil es waren ja einfach mal richtig viele, ne? Okay, gucken wir mal nach, wie wir das machen können gleich. Ich weiß noch nicht. Schleichen wir hier längs. Schrittmäßig dürfen wir uns ja nicht hören. Ein Auto.
Okay, also können wir eigentlich nur hier reingehen. Vielleicht können wir die einzeln doch killen, wenn wir einen nach dem anderen erwischen irgendwie. Ich weiß es bloß nicht. Scheiße. Okay, aber die haben wir doch ganz gut weggenutzt gerade, oder? Hui. Weiß nicht, ob da noch mehr drin sind hier. Es waren ja eigentlich drei hier drin, ne? Aber einen haben wir vielleicht doch nochmal erwischt. Stimmt, der eine ist uns doch entgegengelaufen neulich. Also bei der letzten Folge. Den haben wir dann trotzdem erschossen. Da ist ein Moment. Ah, guck mal. Das war vielleicht eine gute Idee, das gleich so zu machen. Jetzt hat man nachher nämlich das Problem. Dass die aufstehen oder so, ne? Ach, hier hätte ich auch einsteigen können. Okay, das habe ich nicht gesehen. So, da ist noch eine Resonanz. Vielleicht können wir da ja irgendwie was Neues erfahren. Also gehe ich davon aus, dass wir was Neues erfahren. Aber wir sammeln auch mal den ganzen Scheiß hier ein. Rotes Gel, okay. Das können wir brauchen, um gesperrte Fertigkeiten weiter auszubauen. Cool, cool, cool. So, machen wir das mal. Okay, das klingt irgendwie nicht so cool. Geht es hier raus? Nee. Raus? Nee, okay. Okay. So. Was ist denn mit diesem? Das da? Resonanzpunkt. Da waren wir doch schon. Da war doch nichts, ne? Da war doch nichts. Wir können doch mal da reingehen. Warte mal. Oh. Das muss ja im Raum drinne sein. In der Ecke. Das gucken wir nochmal. Oh, guck mal, da sehe ich schon die Hände aus dem Wagen gucken von den Zombies. Ich verstehe nicht.
Gewalt. Okay. Gut, aber ich glaube, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.